Wasserstoff-Dingens dabei. Warum ist Bist du da. abgestürzt? Ja. Oh nein, ich glaube, es war was gänzlich anderes, warum ich abgestürzt bin. Ich glaube, mein Sauerstoff war. Ich habe schon wieder den Helm nicht abgenommen. Dir gesagt. Ja, vorhin, irgendwann mal. Bevor ich 50 Mal rausgeflogen bin. Nee, das war Nee, die Dinger danach. sind schon leer. Wenn wer permanent nur fliegt. Ja, brr. Fliegen. Als allererstes solltest du dir, also wenn du gerade neu im auf der Welt bist, solltest du dir auf jeden Fall als allererstes irgendwie Materialien ranschaffen. Also das Coole ist mit dem Länder, mit dem Planetary Länder hast du ja schon Sachen, die du abbauen könntest zur Not. Warum ruckelt hier jetzt alles? Vielleicht, weil ich gerade am Abbauen bin. Ja, nee, aber nicht auf die Art und Weise hier. Oh, und ich kann das Eis mal einsammeln, was hier rumliegt. Ja, das wäre auch super. Nice. Das kann man wieder aufheben. Also wenn man gerade neu auf die Welt kommt, also in dem Spiel, sollte man auf jeden Fall als allererstes versuchen, so gut es geht, Ressourcen zu sammeln. Das ist das Wichtigste am Anfang, dass man Ressourcen an Land bekommt. So, was brauche ich denn jetzt noch? Irgendwas wollte ich denn jetzt noch machen? Und ich mach das Eis mal an den großen, also ins große Lobraumschiff, ne? Ja, ist okay. Obwohl, nee, pack das mal unten in den. In das. Einen Wasserstoffgenerator. Der Hier unterm unten. Raumschiff ist. So. So, Energiezellen. Haben wir etwa nicht mehr genug Wasser hier unten oder Eis hier unten oder wie? Nö, das ist komplett aufgebraucht schon. So, der lädt jetzt vor sich hin, das ist gut. Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr. Mehr Power. Also es zuckt hier alles so vor sich hin. Das ist echt katastrophal gerade. Ich hab nochmal. Also als ob die Base schon wieder kurz vor einem epileptischen Anfall steht und hier anfängt wieder durch die Gegend zu wedeln wie ein Verrückter. Das Ding tanzt hier gleich Gangnam Style. Und hüpft hier einmal im Planeten, zerstört dabei irgendwelche anderen Ländereien. Es wäre mies, wenn man so eine portable Station hätte, ne? Inwiefern? Ja, dass man sagt, okay, ich baue mir jetzt zum Beispiel, Ein Haus aus Schmelzkopfsülze. zum Beispiel, nein, also wenn man weiß, wie man ein Transportgerät, was nicht unbedingt mit Eis laufen muss, sprich ein Auto oder sowas, und darauf baut man eben halt seine Base auf. Tja, das hat auch was. Energiezellen immer noch. Hier kommen noch überall Computer dann Aber hin. zu lang. So, Computer und noch mehr von denen.
Energiezellen. Da. Wundervoll. Eis schmilzt auch nicht, ne? Stahlrohr und Kommunikationskomponente. Was? Eis schmilzt nicht? Nö. Hier nicht. Hier haben wir wohlige minus 7 Grad. Das Eis bleibt so, wie es ist. Richtig. Logic. Hey. Und oh Ironie, ich weiß schon, wie ich dieses Schiff hier nennen werde. Günther. Nee, Pathfinder. Also Eilefinder. Wegsucher. Oder Pfadfinder. Ich nenne es Pathfinder, weil das ist eine unglaubliche Vieldeutigkeit. Erstmal der erste Rover, der auf dem Mars gelandet ist, das war, glaube ich, 98 oder 99, irgendwie so in dem Dreh, hieß zufällig ebenfalls Pathfinder. Und eigentlich nicht nur deswegen, sondern es soll uns tatsächlich den Weg leiten. Es wird unsere Notbremse, damit wir rechtzeitig erfahren, ob wir gegebenenfalls auf den Mars aufschellen oder nicht. Dafür soll dieser Pathfinder hier dann sein. Und in Wahrheit will er einfach nur einen atomaren Angriff auf den Mars starten. Verrat nicht mal alles. Ich will die Marsianer ausräuchern, du hast recht. Oh oh. Ach ja. Doch, da sind noch welche. Sehr gut. Ich dachte gerade, wir haben keine Stahlrohre mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so Oldies spiele, ne? Also jetzt zum Beispiel Diablo habe ich heute 4 Stunden lang gestreamt. Diablo 1, 2 und 3. Damit habe ich mehr Erfolg, als wenn ich irgendwelche Newcomer spiele oder so. Ja, passiert. Dann irgendwie dann doch ein bisschen merkwürdig. Muss mich meiner anderen Altersgrenze anpassen. Also Boje 2. 50 Kilometer und wir nennen dich Pathfinder. Path Günther. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich noch haben wollte. Ich wollte noch Gitter haben. Stahlgerüst. Von denen wir tatsächlich keine mehr haben. Oh. Doch, ich wollte schon sagen, kann ich nicht mal mehr welche bauen? War alles gut. Weil uns fehlen hier für die Triebwerke noch Stahlgerüste. Wir haben da noch Metallgerüste. Ja, ich baue gerade welche. So, weil damit sind dann auch Triebwerke soweit fertig. Hm. Gut. Ich mach noch mal ein paar Werkzeuge in Shuttle. Ja, mach das mal. Dafür hatte ich die eigentlich gebaut. So, immer noch Stahlgerüste. Oh, wir sind ja fertig mit der Produktion. Heidewitzka. Ja, ich habe aber auch ein paar Sachen abgebrochen. Ach so. Damit wir jetzt nur noch das bekommen, was nötig ist. Oder was wir jetzt gerade wirklich brauchen. So. Automatisch auffüllen. An. Vorrat an. Gut.
Also da wird aufgefüllt. Hier nicht. Wo ist denn der Unterschied? Ja, klar. Ich weiß natürlich, wo der Unterschied ist. Die Dinge sind auch gar nicht mit unserem Sauerstoffgenerator hinten verbunden. Das ist noch nicht grün, ne? Nee, ich muss den noch aufladen. Fällt mir gerade so auf. Also anbinden an den Sauerstoffgenerator hier unten. Hey, 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 Oh, es hey. geht schon wieder los. Das Rumgelecke. Ja. 5 Schritte zurück. Ein Schritt vor, 5 zurück. Ein Schritt vor, 5 zurück. Oh, ich liebe diese Momente. Bei mir ist gerade die Maus verbuggt. Ich drücke W und bewege mich nach rechts. Jo. Ja. Alles klar. Ich rauchen, ich, ja, Er also dampft. ich dampfe mittlerweile. Ich bin auf E-Zigarette umgestiegen. Alles. Oh, ciao Apfelmus. Ja, einer aus dem Stream verabschiedet sich gerade. Tschüss. Das ist der Haferblues. Das ist der Hafer So, und das ist unser eigentlicher Pathfinder dort oben, der uns einfach nur auf 50 Kilometer dann Signal geben soll: Achtung, ihr kommt dem Mars gerade verflucht nah, bremst mal langsam ab, sonst könnte es keinen Rückweg mehr geben. so lange Sätze macht er. Ja, ich habe ihn daraufhin geschult und programmiert. Ouch. So, jetzt brauchen wir noch ein Remote Control. Fernsteuerung. Eine Fernsteuerung. Da brauchen wir die hier. Die Fernsteuerung ermöglicht es uns dann, das Ding in die Luft zu jagen und von der Erde aus zu steuern. Oder von der Weltraumstation, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Jetzt brauchen wir noch eine Antenne.
die dann hoffentlich. Von der Größe her auch passen wird. Okay, die will hier nicht drauf, warum auch immer. Wie groß ist denn die hier eigentlich? Widerlich. Ich kann es mir nicht angucken. Doch, jetzt kann ich es mir angucken. Okay, das erklärt natürlich, warum die nicht passt. Aber das ist nicht schlimm. So, unverbunden. Packe ich die hier hin? Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Oha. Na. Ne. Wird schon. Wird Fehlt schon. noch eine Boje, ne? Ja, die Hast Boje du ist schon dran. schon? Da ist alles tutti soweit. Immer diese Pollenzeit. Gibt Was immer hier noch den fehlt, letzten Rest. ist ein Gyroskop. Und ein. Und eine Kamera. Das Gyroskop baue ich jetzt mal eben schnell. Einfach random dran. So, jetzt muss ich mal schnell meine Flaschen prüfen. Gut. Herstellungskomponente und Motor. So, und Motoren. Dafür nehme ich auch noch mal ein paar mit. So, damit ist der hier auch dran. Und die besagte Kamera. So, ist ebenfalls jetzt dran. Hier fehlen noch wieder Herstellungskomponenten und das ganze Pipapo. Die üblichen Sachen halt. Ja, die üblichen Sachen halt. So, ich hoffe, dass ich dann jetzt auch nichts mehr vergessen habe. Also ich fliege die Karre nicht. Das ist nicht schlimm, die fliegt von alleine. Nice. So, die Kamera funktioniert zumindest schon mal. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die guten Dinger hier, die Kommunikationskomponenten für die Antenne, für die äußerst stylische Antenne hier. Mensch, mit dem hier. Stahlrohre. Herstellungskomponenten nochmal überall dran. Falls nochmal irgendwo welche fehlen sollten. Wunderbärchen.
Also ich glaube, das Ding wird funktionieren. Irgendwie zumindest. Ah, natürlich. Dann ist auch kein Wunder, warum. Hier fehlt noch Eis. Und hier haben wir Eis. Hui! Noch einen neuen Follower dazu bekommen. So, wie sieht es denn jetzt hier aus mit dir, mein Freund? Hier ändert sich immer noch nichts. Ich glaube, ich. Kannst du mal. Ash? Ja. Achso, nee, hat sich erledigt. Was denn? Kannst du mal bitte ein Stück hochfliegen? Ich? Ja. Einfach mal kurz Space drücken. Ich bin nicht im Main Teil drinne, du bist im Main Teil drinne. Hier steht, jemand anders benutzt dieses Schiff. Nein, warte. Mistflieger. Ach, sehr toll. Autopilot aktiviert. Ha. Panzerglas. Es fehlt ein Panzerglas. Automatisch füllen aus, weil die Geräte sind jetzt erstmal ausgeschaltet. So, dann solltest du doch dich jetzt langsam hier mit dem. Er will nicht auffüllen. Ist ja auch kein Wunder. Die Verbinder sind gar nicht verbunden. Jetzt sind sie verbunden. Fühlen sich hiervon automatisch und die hier nicht, oder was? Was soll das denn jetzt schon wieder? Ich liebe es, ne? Dass das wieder so herrlich funktioniert. Aber gut, vielleicht, wenn unser nettes Schiffchen sich wieder nach oben bewegt. Ich find's so geil. So, jetzt habe ich wieder Kontrolle. Oh nein. Autopilot aktiviert. Ich kann es wieder nicht besteuern. Aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass ich. Ja, perfekt. Es füllt sich. Gut. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. So, was fehlt denn hier jetzt noch Schönes? Stahlrohre. Große und kleine Stahlrohre noch. Und natürlich definitiv auch bald ganz viele Motoren. Kannst du noch ein paar Motoren mitbringen? Er scheint wohl gerade nicht so ganz anwesend zu sein. Wie bitte? Entschuldigung.
Ich sagte, Und einfach. könntest noch ein paar Motoren mitbringen. Weil wir werden jetzt ganz, ganz sicher ganz, ganz viele Motoren brauchen. Für die Triebwerke oben. Ja. Kann ich machen, kein Problem. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ja. Dann warten wir nochmal ein Save ab und starten den Server nochmal neu. Metallgerüste. Hat er. Metallgerüste. Und jetzt fehlen mir selber die Motoren. Ey, pöbel mal nicht rum, du. Metallgerüste? Ja, hab ich. Dann fehlen Motoren. Ja, und Herstellungskomponente hier auch noch bei dem einen. Wir haben nicht mal mehr Motoren. Nice. Sollten wir doch noch haben. Nein, ich habe eben nach Motoren gesucht. Es gibt keine mehr. Moment. Was jetzt welche finden sollte, ich stelle gerade welche hin. Gut. Dann nehme ich mir nochmal Herstellungskomponente. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Nee, leck, 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 leck. Boah, ganz viele Stahlplatten fehlen uns hier auch noch. Und immer noch Stahlrohre, klein und groß, ne? Ja, kleine, große Stahlrohre. Große Stahlrohre. Kleine Stahlrohre. Tschu. Und gleich spielen. Jetzt muss ich den auch noch mal einstellen hier. F, Kontrollfeld. Antenne 1 ist Base. Antenne wird ebenfalls eine Reichweite von 50.000 haben. Und die hier hat ebenfalls 50.000 und ist die Pathfinder Träger Antenne. So. Ja, genau. Pathfinder Träger. Schön. Dann wollen wir mal gucken, wie der Füllstand aussieht. 0,77. Da fehlt noch ein bisschen was. Moment. Bevor ich unüberlegte Dinge tue, lege ich mal eben schnell ein paar Gegenstände ab. Damit ich mehr Platz im Inventar habe. Und ich nochmal ein bisschen Eis ran schaffen kann. Wir dann parallel zueinander hochfliegen oder was? Die Rakete hier, die werde ich noch gar nicht starten lassen. Ach so. Die ist nur dafür da, damit damit wir kurz bevor wir von Mars fliegen, lasse ich die starten. Damit wir halt eben einen direkten Blubber haben. Damit wir halt eben einfach so eine Boje haben, die uns sagt, wo wir anhalten müssen.
Und damit wir jetzt hier nicht unnötig Strom verprassen, kommen die Dinger jetzt hierher. Ja, wie gesagt, damit wir nicht unnötig Strom verprassen, gibt es halt eben nochmal. Bleibt die jetzt erstmal auf dem Boden. Frag mich, warum als das Eis abgetragen wird. Hey, der Klotz ist ja fast weg. Ja, ich habe gerade eben ein bisschen was davon mitgenommen. Weil wir ja damit gerade auch unsere Rakete befüllen. Vor allem, die ist echt nur auf Batteriebetrieb, die unser kleiner Pathfinder. Und sie muss auch nur diesen einen Träger hier hochfliegen. Ich hoffe, das reicht echt, ne? Mach dir mal nicht ins Hemd. Ja, ich glaube auch, das wird schon. So, wie viel Eis hat das denn hier eigentlich jetzt geschluckt? Nicht schlecht. Also unser Shuttle hat keinen Sauerstoff mehr im Tank. Welches? Unser Shuttle. Große. Also das sollten wir noch schleunigst ändern, bevor wir losfliegen. Wir haben Eis. Perfekt, gut. Dann haben wir das Problem auch schon mal weg. Reicht ja wohl, oder? Hoffe ich doch. Noch eins rein und dann. So, die Batterien scheinen hier schon vollständig geladen zu sein. Dann möchte ich mal die Fernbedienung starten. Fernsteuerung. Steuern. Kamera. Ansicht. Gut, das haben wir. Dann brauchen wir noch die kleinen Triebwerke, 4 Stück aus Blockgruppe Thrust speichern. Dann Blockgruppe Down Thrust. Abspeichern und auch aus. So, ihr kriegt vollen Schub. Du kriegst auch vollen Schub. Damit hätten wir das hier auch schon mal geklärt. Dann Atmospheric Thrust. Blockgruppe. Pathfinder Activate und die Boje. Achso, nee.
Die kann eigentlich anbleiben, denke ich. So, dann die Gruppen einbauen. Pathfinder Nee, noch nicht. Erstmal Upthrust. Dann Station Rakete. Dann müssen wir den Downthrust an- und ausschalten. Die Phase 1 abkapseln. Und bevor wir den Downthrust machen, müssen wir noch den aktivieren. Dann können wir die Phase 1 ankapseln. So. Genauso wird das ablaufen. Fernsteuerung. Mal steuern. Genau. Und die 5 erstmal aus. Die sollten jetzt auch aus sein. Perfekt. So. Gut. Das sollte es an der Stelle gewesen sein. Ich bin ja mal echt gespannt, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Autopilot bleibt hier wieder mal an. Ärger, Ärger, Ärger. Aber wir werden echt wieder Eis brauchen, ne? Ganz, ganz viel Eis. Gut. Ich würde sagen, hier dann mal einen kurzen Cut, Server neu starten und wir sehen uns dann gleich wieder in alter Frische.